Zu alt. Oh. Heute geht's um Konzerte. Und damit herzlich willkommen bei diesem neuen Video hier. Heute geht es um Filmen auf einem Konzert, beziehungsweise Fotos machen auf einem Konzert, generell Konzerte. Was müsst ihr beachten, wenn ihr mit eurer Kamera auf einem Konzert geht? Viele Dinge. Ich habe heute Abend ich filme heute Abend bei einem Konzert der Metal Maniac Society in Hagen. Und wurde von einem Freund gefragt, die dort auftreten, ob ich nicht ihre Auftritte filmen kann. Da habe ich zugesagt. Und weil ich dazu neige, alles ein bisschen zu übertreiben, filme ich nicht nur mit einer Kamera, sondern gleich mit vier. Ich erzähle euch erstmal, was ich geplant habe, dann erkläre ich euch, was ich mitnehme und warum ich es mitnehme. Und es gibt ein paar Tipps. Also, geplant ist, dass meine Hauptkamera, mit der ich jetzt gerade auch filme, die Bühne samt bisschen Publikum von hinten filmt. Das heißt, ein kompletter Shot Bühne von vorne. Dann haben wir mit meiner zweiten Sony, der 7 Alpha R, werde ich ein bisschen seitlich Bühne und Publikum, das ist so halb-halb, wenn man so einen Schnitt hat. Dafür werde ich meinen 16 bis 35 mm nehmen und auf der Hauptkamera bleibt mein 24-70-2.8 Objektiv. Die Brennweiten sind eigentlich relativ egal, wichtig ist, dass die Objektive lichtstark sind. Das 16-35 ist zwar nur Blende 4, aber ich denke, das schafft die Kamera. Ich würde die auch tauschen, weil der ISO bei meiner Alpha 7 III Mark III besser ist und deswegen besser kompensieren könnte. Aber ich will, dass diese Hauptkamera möglichst lang und stabil filmt. Was ich damit meine, kommen wir gleich zu. Dann habe ich zusätzlich kommt noch meine GoPro im Einsatz. Die wird auf einem Stativ oder an einem Bühnenelement hinter dem Bassisten stehen oder hängen und quasi so runter auf Bassist und auf die Band so ein bisschen filmen. Dass man dann vielleicht noch ein bisschen vom Publikum sieht, aber so ein bisschen Sicht der Band. Und die vierte Kamera ist ganz schlicht und einfach mein iPhone. Erstens mal sind die Dinger mittlerweile, machen sehr gute Videos und zweitens bin ich damit sehr mobil. Ich werde damit und mit meinem kleinen Handy-Gimbal so ein bisschen durchs Publikum laufen, auf die Bühne zu, so ein paar Shots von der Seite, so kleine Zwischenschnitte quasi. Für viel mehr werde ich auch keine Zeit haben, weil die Kameras einige Aufmerksamkeit brauchen. Und da kommen wir dann jetzt quasi zu Tipp Nummer 1, kennt euer Equipment. Ich zum Beispiel weiß, dass DSLR oder spiegellose Kameras oder generell Kameras, die für Fotos zu machen sind, die aber auch filmen können, haben in Deutschland eine Beschränkung, dass sie nicht länger als 30 Minuten aufnehmen dürfen. Das hat was damit zu tun, dass alles über 30 Minuten dann als Camcorder zählt und irgendwie anders versteuert wird. Weiß nicht warum. Jedenfalls sind die so. Man kann die mittlerweile irgendwie cracken, aber nee. Das ist mir dann auch nicht wert. Sprich, 30 Minuten Maximalfilmdauer, das heißt, so alle 25 Minuten spätestens mal Film aus, Film an. Ist prinzipiell doof, weil man es dann entweder so teilen muss, dass gerade ein Song ist und man hat im Video einen Cut, auch wenn er nur ein paar Sekunden ist. Ist aber in dem Fall gar nicht so schlecht, weil wir haben ja mehrere Kameras, während die eine dann quasi resettet. Oder man das startet, filmt die andere ja noch und genauso mit der anderen. Die GoPro, die läuft durch, die hat Akkus und ich habe dazu noch ein längeres USB-Kabel und eine Powerbank. Die GoPro lässt sich sehr gut per USB 3 von einer Powerbank laden, auch im Betrieb, habe ich auch getestet. Also die sollte 2-3 Stunden durchhalten. Stative ist klar, die Kameras müssen auf Stative stehen. Wichtig, Tipp Nummer 2, wenn ihr sowas macht, stellt die Kameras dahin, wo wenig Leute ranstoßen. Zum Beispiel die Hauptkamera wird hinten beim Mischpult stehen.
Da sind in der Regel keine Gäste und da steht auch niemand, hoffentlich. Also stell die Kamera so hin und die Kamera 2 steht zum Beispiel beim Merch-Tisch an der Ecke. Stell die Kamera so hin, dass sie wirklich niemanden stören, aber auch niemand wirklich so unabsichtlich rankommen kann. So. Wichtig zum Thema: Kennt eure Kameras, ist vor allem wisst, wie das mit den Akkulaufzeiten ist. Die Sony Alpha 7 Kameras, vor allem noch die R, die schlucken so viel Akku. Ich habe hier jetzt 5 Akkus voll geladen, die ich mitnehme. Und damit werde ich hinkommen. Nehmt einfach genug Akkus mit. Also wenn ihr wisst, eure Kamera schluckt viel, ja, also in der Zeit, wo die 3 Akkus verbrät, verbrennt meine Mark III ein. Und von der Mark III habe ich 3 Akkus dabei. Also es sollte auf jeden Fall reichen. Ich muss 2 Bands filmen, 3 Bands, irgendwie 1,5 Stunden insgesamt. Das sollte passen. Wichtig beim Filmen auch: Speicherkarten. Ich habe jetzt mal die eingepackte, weil man die besser zeigen kann. Danke, lieber Computer, für diese E-Mail-Hinweis. Ich habe das mal eingepackt, weil die dann, ja, eingepackt lassen. Nimm Speicherkarten mit. Ich habe in der Hauptkamera habe ich 2x64 GB, die in Reihe geschaltet sind. Das heißt 128 GB Speicher. In die Mark III kommt auch 128 GB Speicher. In die GoPro kommt 64 GB. Und Handy hat irgendwie 30 GB, glaube ich, frei. Also alles in allem sollte das von der reinen Speicherkartenkapazität hinkommen. Was ist noch wichtig? Ja, nochmal zum Thema: Kennt eure Kameras. Ich komme immer wieder drauf zurück. Die Mark III nicht so stark wie die alten 7er bzw. 7R. Die Kameras werden warm. Sehr warm. Das ist jetzt nicht so, man verbrennt sich nicht die Pfoten. Aber wenn sie länger als eine Stunde laufen, dann fangen sie manchmal an, sich abzuschalten, weil sie zu heiß sind. Und dann dauert es so 2, 3 Minuten, dann sind sie abgekühlt, kriegt man sie wieder an, dann dauert es wieder eine Viertelstunde, sind sie wieder zu heiß. Ja, das hatte ich mal bei einem Theaterstückauftritt. Ist nicht gut. Tipp: Holt euch sowas. Da sind Kühlpacks. Die kann man bequem, wenn den Monitor ein bisschen abklappt, das generell hilft gegen das Überhitzen, kann man die quasi hinten reinstecken und dann funktionieren die. Also dann kühlen die den Hauptbody und das hilft. Dann schalten die sich nicht ab. Also das hilft schon zum Kühlen. Nehmt Ladegeräte mit. Ich nehme meine Ladegeräte für die Akkus mit. Sollte der Fall eintreten, dass es doch noch geladen werden muss, hat man was. Ja, so viel dazu. Achso, ja, am Handy filme ich mit einer Anamorphic-Linse, die ich mir geholt habe. Das sind so Linsen, die verzerren das Bild bzw. die stauchen das Bild sehr. Und mit Software oder beim Film direkt, je nachdem, wenn ihr eine Handy-App benutzt, dann weitet ihr das wieder. Das heißt, das Bild wird gestaucht und wieder geweitet. Klingt komisch und sieht auch komisch aus für den Anfang, aber es macht mega cooles Licht, weil das so Lichtstreifen macht, was man sehr oft in Filmen sieht. Und das wollte ich mal ausprobieren und ich dachte, das ist eine coole Idee. Wenn das funktioniert und das gut wird, mache ich darüber auch mal ein Video. Ja, ansonsten, ja, seid gut vorbereitet, ladet alles und dann schauen wir mal, was draus wird. Und vielleicht habe ich ja dort auch was gefilmt und dann seht ihr jetzt einen kleinen Ausschnitt. Beim Equipment noch vergessen habe, wisst, was ihr einzustellen habt. Also hohe ISO ist für sowas wichtig, weil ihr habt halt dunklen Raum, wo viel Licht flackert und das
Nimmt Kameras mit, die das können. So, dieses auch rauschfrei. Es wird Rauschen drin sein, das gehört auch ein bisschen zum Stil so und das kriegt man auch ein bisschen ausgefiltert. Aber ja, ansonsten filmt mit einer hohen Megapixelzahl. Das klingt komisch, aber dann mehr Megapixel beim Filmen bedeutet weniger Rauschen. Also als Beispiel meine große Kamera, die kann 4K mit 25 Megapixel oder 1080p mit 100 Megapixel. Ich glaube, ich rede Blödsinn. Nicht Megapixel, Megabyte, Megabit pro Sekunde. Entschuldigung, nicht Megapixel, Megabit. Ganz wichtig. Mehr Informationen, weniger Rauschen. Deswegen filme ich auch in 1080p. Plus, die alte Kamera kann das noch nicht. Und dann hat man wenigstens einheitliche Größe. Man muss dann nichts anfassen. Ja, dann war es das für diese Woche. Ich hoffe, der Videoausschnitte haben euch gefallen, wenn es welche gab. Ich hoffe, wenn nicht, dann habe ich meinen Job blöd gemacht. Habt einen wunderschönen Sonntag, Montag oder wann immer ihr das hier guckt. Gebt natürlich einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, drückt die Glocke. Ihr kennt das ja. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag hier wieder um 12 Uhr auf diesem Kanal. Und bis dahin sage ich Tschüss. Tschüss.